wenn meine Mutter mir gesagt hat, ich soll aufstehen, ich soll zur Schule gehen. Ja. Ich habe es ignoriert. Wo willst du denn später mal landen? Entweder landest du in der Gosse oder im Knast. Thema jetzt. Trotzig. Von Erwachsenen lass ich mir nichts sagen. Was ich damit kriege, wie Kinder ihre Eltern schlagen. Hat mich als bezeichnet und pipapo. Weißt du, was ich als Vater gemacht hätte? Ich hätte dich windelweich gekloppt. Aber das meinst du doch hoffentlich jetzt nicht ernst, oder? Ja, wie dumm muss man eigentlich sein, um seinen Hauptschleppschluss nicht zu schaffen? Genau. Sagen, dass ich dumm bin, oder was? Ja. Dann soll sie aber doch die Regel mal vom Amt einhalten und dann soll sie sehen, was das heißt, auf der Straße zu wohnen. Ich würde wirklich sagen, bewege ich jetzt deinen Arsch als später. Ja. Phase im Leben von Eltern und Teenagern, wo man irgendwie auch echt beide Seiten verstehen muss. Teenager wollen sich emanzipieren, wollen sich etablieren, wollen sich freistrampeln von ihren Eltern, ja, und gehen natürlich eigenen Wegen nach. Eltern wissen doch alles besser, haben ja viel mehr Lebenserfahrung und probieren natürlich dann auch ihre Kinder zu belehren und vielleicht auch zu bevormunden. Und da den Mittelweg zu finden, das ist nicht immer ganz einfach. Ich glaube, das weiß jeder, der einen Teenager zu Hause hat. Ja, und aber es ist auch nicht einfach, glaube ich, für diese Teenies oder Jungerwachsenen, wie zum Beispiel Miriam, zu akzeptieren, wenn dann die Eltern einem immer irgendwas vorschreiben wollen. Miriam, erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja. Du bist 17, ja, heißt, du bist wirklich in so einem Alter, wo man sich freistrampeln will, so ein Stück weit, also wo man sich nicht unbedingt was diktieren lassen will, was ich auch gut nachvollziehen kann. Ja, allerdings aber auch noch nicht so alt, dass man dich komplett alleine loslaufen lassen sollte. Ja. Warum lässt du dir nichts von Erwachsenen sagen? Weil das ist ja dein Statement, ne? Weil ich schon sehr zeitig auf mich selber gestellt war. Also mein Papa war viel arbeiten und das war mit 15. Dein Vater oder deine Mutter? Mein Vater war viel arbeiten. Da habe ich bei meinem Vater gelebt und ich war halt viel auf mich alleine gestellt. Das heißt, deine Eltern hatten sich getrennt, oder? Ja. Ja, okay. Hm. Ja, und dann habe ich halt gemacht, was ich wollte. Mein Papa war manchmal bis in die Nacht arbeiten. Ah. Ja, meine Freunde durften alle lange raus. Und das wollte ich dann halt auch und habe das halt auch gemacht. Lange draußen geblieben, Schule geschwänzt. Okay, aber deine Mutter, wo war die? Zu Hause. Aber sie wohnt ja woanders. Okay, aber ich meine, gerade wenn man weiß, so 15-jähriges Mädel damals, ja, das ist ja eine heiße Phase. Also das weiß ja nun wirklich jeder, da geht's rund zu Hause bei den meisten. Ja, hat die sich da nicht mal eingemischt? Hat die nicht auch deinem Vater mal auf die Füße getreten und gesagt, hier, pass mal auf die Kleine, die flippt jetzt aus? Sie hat's versucht. Aber hat keine Wirkung gehabt, ja? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dich jetzt so angucke, ne, dann... Und wenn ich das weiß über dich, was ich weiß, dann klafft das für mich total. Also es passt gar nicht zu dir, weil ich weiß, dass du deiner Mutter zum Beispiel schon mal im Streit Begriffe an den Kopf geworfen haben sollst, die kann ich hier nicht wiederholen. Ja. Also selbst wenn ich es dürfte, würde ich es, glaube ich, nicht wollen, weil die sind so weit unten. Wie kann das sein, dass du so heftig renitent auf deine Eltern reagiert hast? Ich wollte nicht auf meine Eltern hören. Wenn meine Mutter mir gesagt hat, ich soll aufstehen, ich soll zur Schule gehen, ich habe es ignoriert, bin im Bett liegen geblieben und habe halt weiter geschlafen. Und dann hat sie zu mir gemeint, ich möchte bitte aufstehen, ich möchte zur Schule gehen, wegen Ordnungsamt. Und ich bin liegen geblieben. Aber ich meine, das entschuldige bitte. Aber deine Mutter hat ja recht gehabt. Ja. Also nee, das Schlimme ist ja, was Teenies dann vielleicht oft vergessen, dass Eltern, die können Strafen kriegen, ja. Also weil es gibt eine Schulpflicht, also wenn Eltern dafür nicht sorgen, dass die Kinder in der Schule aufschlagen, da kann es riesen Schwierigkeiten für die Eltern geben. Also hat mal davon schon abgesehen, dass die Eltern sowieso wollen, dass die Kinder zur Schule gehen, bitteschön, ne? Findest du denn jetzt so im Nachhinein, dass das richtig war? Weil du sagst ja heute immer noch, ich habe keinen Bock auf Erwachsene, die sollen mir nichts vorschreiben. Ich finde jetzt schon, dass es richtig war, was meine Mutter mir gesagt hat. Gehst du zur Schule? Ich war ein halbes Jahr, bin ich jetzt regelmäßig zur Schule gegangen. Ja. Dann habe ich halt, bin ich zur Prüfung gegangen, alles. Ich habe die Prüfung nicht bestanden und jetzt hatte ich keine Lust mehr. Das heißt, du hast nicht meinen Hauptschulabschluss? Will, wo willst du landen? Ja, frag sie ruhig. Hey, wo willst du denn später mal landen? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder landest du in der Gosse oder im Knast. Ja. Weiß nicht, weiß dein Vater denn, wie du deine Mutter tituliert hast?
Na klar. Ja, weißt du, was ich als Vater gemacht hätte? Ich hätte dich windelweich gekloppt. Na, was bringt denn das, ja, wenn dein Kind schlägt? Bist du das lernen? Moment, Moment. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Applaus wert ist. Windelweich kloppen ist aber auch eine Art und Weise, also Entschuldigung. Das Richtige, so übers Knie legen. Hinten am Knie, übers Knie legen, richtig den Hintern versuchen, dass sie 4 Wochen nicht sitzen kann. Das ist deine Empfehlung jetzt, ja? Ja, gut, so habe ich es früher gekriegt. Aber das meinst du doch hoffentlich jetzt nicht ernst, oder? Manche brauchen das. Das kann also Entschuldigung, also da kann ich nur mal ganz kurz sagen, ich glaube, das war mehr so ein impulsiver Applaus gerade, weil keiner verstanden hat, dass das jetzt wortwörtlich gemeint war. Ja. Also ich spreche mich kategorisch dagegen aus, auf so eine Art und Weise zu erziehen. Ich finde, das ist dramatisch, gut, der Gedanke, dass nur hilft, jemanden körperlich zu züchtigen. Ich kenne Leute, die wirklich anders nicht so, denen wirklich anders nicht so helfen war. Also ich bin der Meinung, dass jeder, aber wirklich jeder Mensch anders zu erziehen ist, ja, ohne dass man körperlich gegen angehen muss. Also wirklich. Also Entschuldigung, aber ich bin mit 18 Jahren zum Bund gegangen. Ja. Ich habe 2 Wochen, bevor ich zur Bundeswehr gegangen bin, habe ich von meinem Vater noch eine Trabprügel gekriegt, dass ich 2 Wochen nicht sitze. Fandst du das toll? Mir hat's geholfen. Inwiefern? Oh, da kommt Mutti jetzt schon raus. Also, ich glaube, da gibt's gar nicht was zu besprechen. Hallo. Also, ich nehme. Warte, du bist so schnell, Grit, die Mama, ne? Ja. Ja, so, du bist jetzt so schnell rausgestürmt, jetzt schneller, als ich es erwartet habe. Ist es die Reaktion auf das, was gerade gesagt wurde? Nee, das ist nicht korrekt. Ich meine, jedes Kind hat erstmal eine zweite und eine dritte Chance verdient. Ja. Und mit Schläge erreicht man erstmal gar nichts. Ja, nee, finde ich auch. Übrigens, glaube ich auch. Ich habe 5 Kinder ohne Scheißvoraussetzung aufgezogen. Und ich meine, die haben alle ihre Lehre gemacht und ich hoffe, dass ich es bei ihr auch noch packe und dass ich ihr auch noch die Ohren öffnen kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Grit, deine Tochter, die sitzt da bildhübsch und sieht aus wie ein kleiner lieber Engel, als hätte sie gar... Und Schutzlamm, ja. Als könnte sie kein Wässerchen trüben. Aber so ein bisschen irritiert bin ich, weil ich weiß, dass es eben anders ist. Das ist ja das Gegenteil davon. Weil erstmal, wie sie schon gesagt hat, also früh wecken, das war katastrophal, hat mich als... bezeichnet und pipapo. Da bin ich sogar die halbe Treppe mit runter. Da bin ich sogar eine halbe Treppe mit runtergerannt und wollte eigentlich auch wirklich einen Klacks geben, weil es mir reicht hat irgendwo. Aber sie war schneller, ich hatte echt Glück gehabt. Also das ist auch schon echt ein hartes Kaliber, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man als Tochter so mit seiner Mutter spricht. Aber trotzdem, keine von uns ist früher gerne früh aufgestanden. Also ich kann mich heute noch daran erinnern, wenn der Wecker irgendwie um 6.30 Uhr geklingelt hat, wie ätzend das ist. Aber von nichts aber kommt nichts. Das brauchst du mir nicht zu sagen, das weiß ich. Aber wieso schaffen die einen Eltern das, bei ihren Kindern so klare Regeln aufzustellen, dass nicht hinterfragt wird, ob man aufsteht oder nicht, sondern dass es gemacht wird und die anderen nicht? Wieso hast du es nicht geschafft? Na, ich muss sagen, ich bin alleinerziehend gewesen. Ja. Und wie sie schon gesagt hat, der Papa war bis in die Nacht rein arbeiten. Ja. Ich habe sie immer angeboten, dass sie zu mir kommen kann. Und hat sie halt immer abgelehnt, weil sie jetzt lieber gehabt, draußen zu sitzen, bliblablo, weil ich da zurzeit noch in Alten gewohnt habe. Das ist natürlich 2-3 Kilometer weg gewesen von da, wo sie gewohnt hat, ja, bei ihrem Papa. Und dann ging es immer hin und her, hin und her. Eigentlich hat Miriam gar nicht richtig gewusst, wo sie eigentlich richtig zu Hause ist. Also das ist so eine gewisse Entwurzelung hat da stattgefunden, kann man so sagen. Findest du das auch, Miriam? Ja. Also der Halt fehlte so ein bisschen. Ja. Findest du, dass dir deine Tochter entglitten ist? Wie bitte? Findest du, dass deine Tochter dir entglitten ist? Teils, ja. Mhm. Ganz schön. Sie sagte, sie kann jetzt machen, was sie will, jetzt reagierst du nicht mehr. Nee, ist einfach so, wie jetzt, ich hab zu ihr gesagt, bitte mach deinen Hauptschulabschluss. Sie hat ein Vorstellungsgespräch gehabt, die hätte als Kinderpflegerin jetzt anfangen können. Ab 1. August, ja. Also, beziehungsweise wenn die Schule wieder losgeht. Ja. Konnten sie nicht nehmen, weil sie einen Hauptschulabschluss leider nicht geschafft hat. Ja. Ich meine es nur gut, damit sie genauso wie meine anderen Kinder alle eine Lehre hat. Und dass sie eine Ausbildung hat. Und dann kann sie machen, was sie will. Ja. Ich habe zu dir jetzt mal eine Frage, und zwar, was willst du später mal machen? Ich meine, ich hatte auch keinen Bock, zur Schule zu gehen. Du bist Janine, oder? Ja. Also ich meine, meine Mutter hat mich auch geweckt und gesagt, ich soll jetzt meinen Arsch bewegen in die Schule gehen, und ich bin da hingegangen. So, ich meine, ich habe auch keinen Abschluss, aber es liegt an anderen Problemen, aber ich meine, willst du dein ganzes Leben lang sozusagen vom Staat leben? Nein. Ja, aber ohne Hauptschulabschluss, ich meine, du bist noch jung, du bist 17, da kannst du noch einen Abschluss machen, weißt du, zur Berufsschule gehen. Also ich meine, da solltest du deinen Hintern jetzt mal bewegen und da was... machen so. Der Meinung bin ich ja auch, sie ist 17, ihr stehen noch alle Wege offen und sie soll die Chance jetzt nutzen. Aber mal ganz ehrlich, dir ist schon bewusst, dass mit dem Status, den du jetzt gerade hast, du absolut
im untersten Segment der Gesellschaft landen wirst, oder? Das weißt du. Ganz unten. Stört dich der Gedanke nicht? Bis jetzt nicht, nee. Aber Miriam, ich bin der Meinung, guck mal, du bist 17 Jahre alt. Aus dir kann einfach noch was werden. Ich würde wirklich sagen, bewege ich jetzt deinen Arsch als später. Ja. Würdest du gerne ausziehen? Ausziehen? Ja. Wie ausziehen zu Hause? Ja. Ja, nicht dich ausziehen, sondern von zu Hause. Ja, na klar. Ja, Miriam, aber eine Wohnung kostet Geld, da musst du Strom bezahlen, Nebenkosten, das kostet alles Kohle. Ja, und deine Wohnung zu klein, Papa, seine Wohnung zu klein, wo soll ich schlafen, soll ich auf Toilette schlafen? Ja, Miriam, ich habe damals extra die Vierraumwohnung genommen, weil du gesagt hast, du möchtest zu mir ziehen. Jobcenter hat mir die Wohnung dann verweigert, weil wir dann bloß 3 Personen waren, musste ich wieder in eine kleinere ziehen, weil du zu Papa gegangen bist. Ja. Also, was ist denn jetzt das Ziel? Also, Grit, die Frage auch an dich, wie geht's jetzt weiter mit euch beiden? Mein Ziel ist eigentlich, dass Miriam jetzt endlich ihr Hauptschulabschluss macht und dass er endlich ihre Lehre beginnt. Ja. Eine Chance hat sie gehabt, hat sie aber selber vergeigt, weil sie den Hauptschulabschluss nicht geschafft hat. Ja. Was ist dein Ziel, Miriam? Ich würde auch schon gerne den Hauptschulabschluss haben wollen. Also das ist schon, dass du sagst, eigentlich doof ohne, ja? Ja, ich habe es ja versucht, aber das war meine erste Prüfung und ich war halt auch übelst aufgeregt. Was das Wichtigste ist für dich, dass du dir vielleicht anfängst, dir wirklich ein Ziel zu setzen, dass du sagst, ich möchte das und ich möchte das schaffen, weil so wie du da sitzt und sagst, ja, ich habe viel falsch gemacht und ich krieg das nicht hin und es war zu schwer, sieht man, dass du es nicht möchtest. Verstehst du, du musst es wirklich wollen und dann erreichst du auch etwas. Ja. Und ich bin ja auch der Meinung, sie kann ja auch zu jeder Zeit eine Stunde zu mir kommen. Ja. Ich habe immer ein offenes Ohr für sie. Ich würde sie auch helfen dabei. Bloß, wenn sie nicht will, ich kann es ihr nicht einprügeln, nicht. Genau. Und wenn sie nicht von alleine darauf kommt und sagt, ich ziehe jetzt hier einen Strich, ich möchte nicht mehr von anderen abhängig sein, wenn du sagst, du möchtest nicht auf Erwachsene hören, dass du wirklich anfängst, deinen eigenen Schritt zu gehen und nicht auf das hörst, was du von deiner Meinung und nicht auf deine Mutter hören möchtest, dann fang es an, geh zur Arge oder geh dahin und geh dahin, die können dir helfen. Es ist nicht so, dass sie sagen, ja, wir sind gerade belegt, wir können nichts für sie tun. Wenn du es wirklich möchtest, dann helfen die dir auch, verstehst du? Es ist nicht so, dass sie nicht geholfen wird. Ja? Sehr gut. Ja, ich möchte meinen nächsten Gast mal dazu holen. Das ist die Daya, die ist 16 und die ist eben auch in dieser Phase, dass sie sagt, meine Mutter hat mir einfach überhaupt nichts zu sagen. Also an den Müttern reibt man sich wahrscheinlich als Tochter ganz besonders in gewissen Situationen. Ja, ist auch normal. Ich glaube, das soll man auch gar nicht verteufeln. Nur es darf nicht das ganze Leben beeinflussen und zerstören, weil da bist du gerade im Begriff, das zu tun. Und ich hoffe, dass das bei meinem nächsten Gast nicht auch der Fall ist. Herzlich willkommen, hier ist Daya. Erstmal zu dir, wie dumm muss man eigentlich sein, um seinen Hauptschulabschluss nicht zu schaffen, auch wenn man die erste Prüfung hat. Ich habe gerade meinen Hauptschulabschluss geschafft. Schön. Mit einer 2. Und einfach, ja. Man muss ja einfach dumm. Ja, wenn man seinen Hauptschulabschluss nicht schafft, dann ja. Ja, schön. Ja, willst du genau mir sagen, dass ich dumm bin, oder was? Ja, würde ich dir sagen. Und jetzt? Und auch mal zu den Herren da vorne, also mit Kinder schlagen, das ist ja völlig schwachsinnig. Ja, danke für dich auch. Das bringt gar nichts, wollte ich nur mal so gesagt haben. Also es passiert in der Gesellschaft viel zu häufig und ich kann wirklich immer nur sagen, wann immer irgendwo jemand mitkriegt, dass Erwachsene Kinder schlagen, da muss sofort, finde ich, ganz, ganz, ganz radikal ein Riegel reingeschoben werden. Ich persönlich toleriere das für keine Sekunde, also für gar keine Sekunde. Also deswegen ist mir auch echt wichtig, dass ich mich da wirklich nochmal abgrenze, auch für zu Hause. Und wenn jemand mitkriegt, dass in der Umgebung Kinder geschlagen werden, dann hat man da sich reinzumischen und, und das zu unterbinden. Ja. Also, Hilfe holen, wenn man überhaupt nicht klarkommt mit dem Kind. Es gibt ein Jugendamt, es gibt eine Familienbetreuerin, die man sich zur Seite holen kann, was jetzt zurzeit der Fall ist. Und schon, ich meine, mit Schlagen erreicht man absolut gar nichts. Und ich kann, im Gegenteil, man verletzt dieses Kind noch in der Seele. Ja, das Problem ist, irgendwann werden die halt auch hart, die Kinder. Die werden älter und härten dadurch immer mehr ab und fangen irgendwann an, noch mehr Querschläger zu werden, etc. Das ist ein schlechter Teufelskreis. Und wenn man als Eltern merkt, man verliert die Beherrschung, was ich total nachvollziehen kann, dass wenn der Druck zu Hause sich so stark aufbaut zwischen Kindern, zwischen Eltern, aus welchen Nöten heraus auch immer, ja, das ist menschlich, das kann passieren, dann muss man einfach gucken, dass man für einen Augenblick die Situation
deeskaliert, also auseinandernimmt. Und wenn man einen Augenblick Freunde bittet, nimm sie einen Tag wenigstens. Ich muss mal durchatmen und den Kopf wieder klarkriegen. Okay, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Daya, du bist jetzt mit deinen 16 Jahren, also im Besitz eines Hauptschulabschlusses, das ist ja schon mal ganz gut für den Anfang jetzt. Ist aber auch noch nicht das Goldene vom Ei oder das Gelbe vom Ei. Da könnte durchaus noch ein Realschulabschluss kommen. Ja, klar. Es gibt sogar Leute, die machen Abitur und jetzt gibt es ganz Durchgeknallte mit dem Studium hinten dran. Wie wäre das für dich? Also mein Realschulabschluss will ich auf jeden Fall machen und dann noch eine Ausbildung. Das klingt sehr gut. Also toll. Ja, es ist ein Applaus wert, aber... Also das gefällt mir, wenn du das so sagst. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich weiß, dass du jetzt schon auch mit deinen 16 Jahren dringend von deiner Mutter weg willst und ausziehen willst. Warum? Genau. Meine Mutter und ich haben von klein an kein gutes Verhältnis zueinander gehabt. Zwischen uns gab es immer Streit. Und halt besonders jetzt auch, weil ich mir nicht mehr so viel von ihr sagen lasse wie früher. Warum gab es denn so viel Streit? Was war denn so euer Thema, an dem ihr euch aufgerieben habt? Das meiste Thema ist am meisten eigentlich Schule. Und mein Umgang mit meinen Freunden. Sie findet die Leute, mit denen ich Kontakt habe, die mag sie überhaupt nicht. Die findet sie alle asozial, alle dumm, alle scheiße. Sind sie's? Zum Teil, ja. Und Lust, darf ich mal was sagen? Ja, deine Mutter hat man nur einmal im Leben. Achte deine Mutter, er hat so lange schlägt. Ja. Hört auf, ist es wirklich zu spät. Wenn du sogar ganz ehrlicherweise zugibst, dass ein Teil deiner Freunde nicht gerade die, wie soll ich sagen, die Krönung des Ganzen, der Schöpfung sind, ja? Deswegen müssen sie keine schlechten Menschen sein, aber wenn ich so höre, sie schlagen sich, was sich Alkohol, Drogen und so. Ja, also allgemein sind sie jetzt nicht so. Ist das toll? Haben wir eine Lust auf Dauer? Ich habe so mit denen Kontakt, aber solange ich das nicht tue und solange sie mich nicht mit irgendwo reinziehen, kann ich ja mit denen Kontakt haben und bin ich ja nicht von betroffen. Jetzt erzähl mir doch mal bitte, wenn du mit deiner Mutter schon früh so aneinander geraten bist, wie krass waren denn die Auseinandersetzungen? Früher oder jetzt? Früher und jetzt. Also früher war es nicht so extrem, weil früher hatte meine Mutter hat mich sehr kommandiert und hat immer so... Ich musste immer das machen, was meine Mutter gesagt hat. Umso älter ich wurde, irgendwann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Jetzt sage ich, mache ich nichts mehr, was du sagst. Ich mache einfach das, was ich will. Hast dich freigestrampelt genau, in dem Moment. Sozusagen, ja. Ist deiner Mutter mal die Hand ausgerutscht in der Erziehung? Ja, nicht die Hand, sondern Schuh und Gürtel, als ich klein war. Die hat dich mit dem Gürtel geschlagen? Genau. Und mit dem Schuh auch. Ist das jetzt einmal passiert oder ist es häufig? Nein, das als ich kleiner war, ist das mehrmals passiert. Hat sie öfter gemacht. Kannst du dich daran erinnern auch, ne? Ja. Wie hat sich das bei dir eingebrannt, diese Erfahrung? Ja, dass ich von da an meine Mutter nicht mehr mochte. Echt, ne? Ja. Fühlst du dich geliebt von deiner Mutter? Nein. Nein? Nein. Das ist nicht gut. Hast du sie mal gefragt? Nee. Ich spreche sie darauf gar nicht an. Mhm. Wenn ihr euch mal alle beide an einen Tisch setzt, am runden Tisch und mal richtig ausquatschen, mal richtig kommunizieren? Nee, wir haben schon so versucht, so eine Familientherapie sowas zu machen durchs Jugendamt, aber das hat nichts gebracht, denn sobald Leute auf der Seite von mir sind und sagen, ich habe recht, blockt meine Mutter. Ach so, dann. Okay, also das ist natürlich, ich höre da ist, also das tut mir sehr leid, wenn ich das mitkriege irgendwie, ne? Und dass du da, also dich so ungeliebt gefühlt hast von deiner Mutter. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist oder ob das vielleicht von dir überzogen ist und ob die jetzt zusammenbrechen würde, wenn sie das hören würde. Mhm. Ich weiß es nicht. Ich finde es schlimm und ich wünschte, ihr würdet da nochmal einen neuen Ansatz irgendwann finden. Trotzdem, jetzt bist du 16 und auf dem Weg, erwachsen zu werden und deine Entscheidung irgendwann auch alleine zu fällen. Du willst dann deine Realschule machen? Ja, auf jeden Fall. Und du willst eine Ausbildung machen? Ja. Kannst du denn Miriam irgendwas mitgeben? Weil jetzt gerade ist sie mit 17, sie hat nichts. Also sie hat wirklich dicht gemacht und empfindet es auch jetzt als zu schwierig, wieder reinzukommen mit dem Hauptschulabschluss. Also ich muss mal dazu sagen, ich kenne das. Ich habe auch eine Zeit lang sehr geschwänzt und deswegen habe ich wiederholt. Ich habe ein Jahr lang Schule geschwänzt. Bin selber abgerutscht, aber irgendwann habe ich gesagt, das reicht. Ich habe die 8. Klasse wiederholt und habe dann halt mich um meine Schule gekümmert. Mhm. Und ich kann ihr einfach sagen, sie muss einfach ihren Arsch bewegen und halt irgendwo hingehen, wo man seinen Hauptschulabschluss nachholen kann und dann halt das durchziehen. Also du meinst, es geht, man muss nur irgendwann einfach man muss wissen. Irgendwann sieht man das ein und dann muss man auch damit anfangen. Es ist anstrengend, aber man schafft es. Ja. Also. Ich war übrigens auch immer schlecht in der Schule, ja. Nur am Ende war ich dann gut genug. Und das Gleiche gilt fürs gesamte Studium. Ich war mies. Und nur am Ende war ich auf einmal eine Granate. Es war gut getimt, aber ihr könnt das. Ich glaub das.